Hallo und herzlich willkommen zu Mario und Luigi Superstar Saga Part 9. Yay, ich nehme wieder weiter auf. Sammelt noch zwei Lachbären, dann dürft ihr passieren. Weiße Lachbeere, rosa Lachbeere, ja, wissen wir schon alles. Danke, riesiger Baum. So, jetzt geht's aber weiter. Bei Mario und Luigi, so. Oh, keine Monster bis jetzt. Okay, dann schauen wir jetzt erstmal hier nach oben. Sehr viele Steine versteckt. Steine versteckt. Nein, Sachen unter den Steinen versteckt, wollte ich sagen. Ja, die Steine waren da total versteckt jetzt gerade. So. Nummer 3 und haben wir noch eine. Die werden wir dann später auf jeden Fall noch brauchen. So, oh, da ist er. So. Haben wir vorher noch seinen Speer gesehen. So, haben wir wieder einen Kampf. Ein Kampf im neuen Part. Sehr schön. Ach ja, das wollte ich noch zeigen. Genau, jetzt verletzen mich wieder. So. Und zwar, wenn er nicht springt, dann macht er diese Attacke hier. Springt nicht, macht diese Attacke. Er springt, also macht er diese Attacke. Das habe ich im letzten Part festgestellt. Ja. So, nächster Tag, nächste Aufnahme und ja. Ist doch schön. Verdammt. Hallo. Naja, das ist immer ein Nachteil, diese komischen Viecher. Savage Guy heißen sie, glaube ich. Ja, aber sie machen lustige Geräusche, wenn sie gehen. So. Dann. So, 26, das ist. Ja, toll. Ist ja da gestanden. So. Verdammt, wie viel gibt's da? Ja. Das will ich auch hoffen, dass es keinen mehr rufen kann. Ist ja auch ein bisschen übertrieben dann. Aha. Aha. Naja, sie verschwenden alle ihre Attacken, das ist toll. Dann können wir sie ja besiegen. Ich weiß jetzt nicht, ob die nur einen begrenzten Vorrat an Viechern haben. Oder, ob das einfach zufällig ist. Dann kommt. Haben wir zwar dreimal hintereinander keiner. Und wir können die Brüderpunkte ein bisschen auffrischen. Mit 4 zusätzlichen. Sehr schön. Bedeutet fast 2 Attacken. Oder vielleicht sogar auch 2. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber bei Luigi, was können wir mit dem anstellen? Weil wir hier einen Angriff, ja. Wird sogar ein bisschen gefordert, weil da nur Entschuldigung. Weil da nur hohe Zahlen kommen. Jetzt sollte mit dem Stick rumgehen, das funktioniert leider nicht. Müssen wir schon entscheiden. So, da war. Hä? Oh, falsch. Wow. Okay, ich gehe erstmal weiter. So. War ich hier schon oder wie oder was? Nein, war ich nicht. Startposition. Eine Kurzballade in einem Satz nach In Vino Veritas. Sind unsere Körper auch getrennt, so fliegt mein Herz, wohin es will, bei einem Druck auf Start. Aha, ja. So. Bedeutet so viel wie, dass ich mit Mario hier reingehen muss. Dann kann ich mit Start zu Luigi wechseln. Ganz einfach. So. Also, wir waren bei Mario und das ist ein Rennen, haben wir gesehen. Gelesen, glaube ich. So. Kommen wir mit Mario. Mario muss hierher oder wir müssen rüber. Eins von beiden. Gehen wir mal rüber. Ah nein, geht ja gar nicht. Genau, weil das Loch ja zu klein ist. Das heißt, wir machen das. Mario erstmal größer. Wechseln die Waffen wieder. Ach ja, genau, so geht's. Okay, das bedeutet, wir müssen auf den Knopf drücken. Dann geht das hier auf.
Und dann fängt der Timer an zu laufen. Das bedeutet, wir müssen umschalten schnell. Schnell da nach drüben springen. Schnell wieder Mario nehmen. Hammer einsetzen. Und in den 4 Restsekunden die Lachbeere holen. Du erhältst eine weiße Lachbeere. Und da drauf an. Bringt sich jetzt... Bis aussieht nichts. Okay. So. Okay, das bedeutet, wir haben die zweite Lachbeere. Und das wiederum bedeutet, wir brauchen nur noch eine. Oh, kämpfen wir ein bisschen? Ja, ich habe nichts dagegen. Und ja. Aufleveln können wir uns. Aufleveln tun wir uns doch gern. Mit einem kleinen Zeitaufwand. Außer wenn die ganze Zeit so komisch rumrollen. Naja. Achso, ja, wegen dem Timer. Ich weiß jetzt nicht, ob der zu laut ist. Im letzten Part habe ich hier wieder mal vergessen, den einzustellen. Weil ich immer so schön damit prahle. Ich habe jetzt einen Timer eingestellt. Also. Jetzt weiß ich genau, wann ich aufhören muss. Dann kein Timer. Ich spiele 28 Minuten, wie der letzte Part dauert hat. 26, ich glaube 28. Und ja. Fantastisch. So. Stirb. Naja, 57 HP für diesen kurzen Kampf. Wo sind die Viecher jetzt hier? Da. Ja. Das war ein bisschen daneben. Naja. Aber nur 2 Viecher diesmal. Einmal ein Angriff auf Luigi und ein Angriff auf Luigi. Das ist sehr abwechslungsreich. Geht das hier zu? Und wie gewohnt mit cooler Musik. Ups, ups, nein. Ganz ruhig. Nur nicht zu überstürzen. So, einmal. Und nochmal. So. Okay. 38, ist auch klar, weil ein Gegner weniger war. Na gut, dann gehen wir jetzt diesmal weiter. Machen den dritten nicht. Ach ja, genau, wir waren ja... Achso, ja genau. So, wir können da kurz mal auf den Plan schauen. Wir waren gerade hier rechts. Oder waren wir rechts? Ich glaube ja. Ich glaube ja schon, wir sind da unten noch durchgegangen, genau. Da gibt es aber noch einen Weg hier rauf. Hier oben waren wir. Hier waren wir doch schon. Wer war das? Okay, warte kurz. So, ich muss mich jetzt erstmal wieder. Ach ja, genau, das ist die Höhle, das Dunkle, das Violette. Das bedeutet, wir müssen hier nach links und dann darunter. Das heißt, links waren wir noch. Links haben wir noch gar nicht alles. Ein bisschen blind. Und zwar können wir hier noch runter. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ja, hier ist die Höhle, genau. So. Oh. Naja, etwas stehen bleiben, wenn man einmal drauf springt. Nicht gleich wieder wegrennen, weil sonst übersieht man vielleicht manchmal so Hems. Spiele. So. Haben wir noch einen Pilz. Nehmen wir auch noch etwas. Okay. Ein paar Münzen. So. Und dann fahren wir mit diesem Teil hier rüber. Naja, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Ich muss auch nach links rechts drücken. A, B, A, B, A, B, A, B. Ich sag's jetzt, glaube ich, falsch. B, A, B, A. So. Haben wir es auch schon geschafft. Dann nicht runterfallen. So. Aha. Du hältst eine rote Lachbeere. Bedeutet, noch ein paar Münzen. Und anstatt, dass wir hier unten rausgehen, gehen wir doch einfach wieder zurück. Geht schneller. Außerdem haben wir hier oben noch etwas. So.
Und zwar ein Sirup. Fantastisch. Da hat sich der Aufwand doch echt gelohnt. Passt eh, können wir gebrauchen. Das Monster lassen wir jetzt mal wieder. Das heißt, wir haben alle drei Lachbeeren. Und das heißt, wir speichern auch erstmal. Ja, wir sind noch immer bei Waldegard. Wir sind aber Level 14. Und haben 3 Stunden und 32 Minuten gespielt. Das heißt, 10 Minuten sind schon wieder rum. Mann. Erstaunlich, ihr habt alle drei Lachbären gefunden. Schreitet voran auf eurem Weg. Boah, es geht weiter. Der fiese Baum wollte das einfach nicht durchlassen. Aber es war ja klar, dass ihr die Drecksarbeit für uns erledigen würdet. Hey, Azubi, hier wird nicht getrödelt. Ab durch die Mitte! Claude ist wieder da mit seinem komischen Bowser. Ja, kann man glaube ich, weiß man glaube ich schon, dass das Bowser ist. Er war auf der Suche nach seinem Gedächtnis. Und ja, in den Bergen, das kann schon stimmen. So, dann schnell hier rauf. Hier gibt es nochmal eine Speicherstation, die nutzen wir doch gleich nochmal. Dass wir das Waldegard weglöschen und Lachbeerstrauch dazuschreiben. Mit unserer coolen Füllfeder. So. Wie in der ersten Klasse. Gut. Okay. Ich gehe jetzt in den Birkenwald. Ich hoffe, die Pillen wirken bald. Dann schüttel ich mir Reime. Man nennt mich Invino Veritas. Bin erster Schlossherr im Chateau und Meister des Witzweinkelterns. Man könnte sagen, eine lebende Legende. Der komische Aszite. Ja, ja, meine Herren. Und was ihr hier seht, meine ich, ist die legendäre Cuvée-Extrem. Für die Herren einen Schluck Cuvée-Extrem? Auf euer Wohl. Diese Cuvée-Extrem habe ich über 1000 Jahre mit Witzwein gefüttert. Die reiflich gereifte Reife habe ich dann weiter reiflich reifen lassen, bis ich diese erlesene Qualität erreicht habe. Dies ist ein guter Tropfen und Gäste mit schlechten Manieren bekommen. Und eins, und zwei, und drei. Das ist kein normaler Witzwein. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Ja. Okay, das hat er schon alleine gesagt. Genießt die Cuvée-Extrem mit dem ihr gebührenden Respekt. Ah, wie herrlich, wie wunderbar. Oh, ja. Bitte beachtet, dieser Witzwein hat sein Bouquet aus dem der aromatischen Reife von 1000 Jahren alten Scherzen. Die Cuvée-Extrem besticht durch Blumigkeit und Bärenduft. Zum Wohle! Ja, danke. War schon schlimm, Monster. So, ja, das ist ja also. Fantastisch. So, dann zeigen wir doch gleich mal diese Attacke hierher. Und zwar machen wir das so, dann so und haut drauf. Ja, das war ein bisschen zu spät. Naja. Dann können wir so weitermachen. Jetzt aber noch immer nicht richtig. Egal. So. Er hat sein Schild verloren, das ist schön. Au. Das war gar nicht nett. So, jetzt aber einmal, zweimal und feste draufhauen! So geht diese Attacke. Ich will mal einen Pilz geben. Wir haben 53. Und das bedeutet, wir können den einen oder anderen hergeben. So. Springen wir lieber mit beiden. Au. Ah, verdammt. So. Ah, Luigi kann schon noch ein bisschen was vertragen. So, jetzt aber. Okay, jetzt habe ich es aber.
Erzählt ihr nach oben oder nach unten? So, können wir mit der normalen Attacke eigentlich auch. Schauen wir, wie viel Schaden wir damit anrichten können. Ah, so, ja, genau. Ah, aber dafür haben wir extra. So. Gut. Dann war das doch nicht so eine schlechte Idee, dass wir das gemacht haben. So. Verdammt, das ist so schwer, ein bisschen schwer zum Ausweichen. Aber nicht genau weiß, wo er jetzt hinschießt. Naja. Dann machen wir damit jetzt weiter. Gut, dass wir die Brüderpunkte aufgewertet haben. Einmal, zweimal, dreimal. Ach ja, Luigi wurde gar nicht getroffen. Dann Mario. Und der haltet schon etwas mehr aus. Ah. Oh, cool. Oh. Jetzt, ja, das war nicht vom Spiel, das war... Naja. Ihr wisst es eh, verdammt. Oh, sehr schön. Das bedeutet, er ist gleich tot. Es, oder wie auch immer. Und fühlt sich dabei wohl. Oh, schön an. Na Mario, nicht sterben. Nimm das. So. Und Luigi, du kümmerst dich jetzt mal um ihn und gibst ihm einen leckeren Pilz. So. Oh, verdammt. Aus täglich 3 Pfund Kohl. So. Schluss mit deinen schlechten Sprüchen. Okay, da müssen wir mit dem Hammer ran. Denn wie ihr gesehen habt, Sprungattacken helfen da nicht sehr viel. Ein Bauer aus Tirol. Ist ja ganz in der Nähe. So ungefähr. So, verdammt. Ich hau dich zu Brei. Ah, sehr schön. Okay. Dann machen wir das jetzt so. Geben Luigi einen Sirup. Und greifen ihn dann mit unserer Attacke an. Und geben ihm den Rest. Sehr schön. Das war doch mal 260 EP wert. Ja! Das Aroma meiner besten Scherze aus 1000 Jahren! Pardon. Toll. Mario! Mario! Okay. Das heißt, Luigi muss sich jetzt mal alleine einen Weg durch diese Höhle bahnen. 22 haben wir, glaube ich, angefangen. Ja, aber naja, machen wir noch ein bisschen weiter. So. So. Okay. Ja, so sieht eben der Kampf alleine aus. Ja, super. Wir fahren mal vor der Attacke und einmal danach. Wird schon klappen. So. Kann Luigi mal ohne Mario seine EP aufstocken. Und da haben wir einmal Savage Guy und einmal einen Spuckbusch. Der ist auch schon angegriffen. So, ich schätze mal, der untere Fassi trifft mich trotzdem. Weil es sieht ein bisschen
So aus, als ob er bei mir vorbeigehen würde. Ja, trifft mich trotzdem. Und ich werde auch noch vergiftet. Mann. Ja, ja, ich weiß schon. Naja, dieses Mal hat es funktioniert. Falls ihr den Alarm gehört habt, schätze jetzt einfach mal schon. So. Jetzt passen wir auch auf. So. Okay, cool. Ein toller Schlag von Luigi. Und das Vieh gibt gleich den Geist auf. So. Das war ein toller Moment. So, Ja, dürfte eigentlich nicht so schwer werden, die Kämpfe. Denn wir müssen einfach nur darauf achten, welche Attacken sie einsetzen. Mist. Mist, Mist, Mist. So, jetzt aber endlich ausgewichen. So, ja, super. Fantastisch. Naja, was soll's. Wenigstens wissen wir jetzt, dass wir es können. Ja, jetzt nicht mehr. Aber okay. Ja, bis zum nächsten Speicherpunkt können wir noch spielen. So. Das war's dann mit dem Spuckbusch. Und Luigi wird Level 15. Und Mario ist nicht dabei bei so einem spannenden Moment. Naja. So einen tollen Moment in Luigis Leben ist Mario nicht dabei. Das nur wegen diesem komischen Typen. Wow. Sehr schön. So geht's doch. Mit einem leichten Angriff vorm Kampf kämpft sich's gleich viel leichter. Und Spuckbusch ist wieder in Aktion. So. Ist nicht mehr. Jetzt macht ihr Sinn. Durchrenner da. Hätten wir jetzt Savage Guy angegriffen, hätten wir nur noch einen. Ja schon. Gerade noch so. So. Aber dafür haben wir es beide auf einmal fertig gemacht. Ist doch auch schön. So. Gut. So, Savage Guys. Für uns kein Problem. Für Luigi vielleicht. So. Und. Oh, 20. Herr, guckst du doof, wa? So. Sehr schön. Noch 30 HP. Naja, wir können Münzen sammeln. Für gute Sachen im Shop. Pilz. Ja, das war jetzt keine clevere Idee. Naja. Oh. Oh. Okay, bis dann, Luigi. Sind doch Mario und nun Marios Kumpel. Was ist mit Marios Bauch los? Was? Was ist los? Er sagt, Marios Bauch ist bis zum Rand voll mit dieser legendären Curve-Extrem. Beim beständigen Bohnenmus sofort bericht an Hilde Bona. Verstanden, aber was ist eigentlich Curve-Extrem? Weiß ich auch nicht. Jo. So ist das. War es wieder. Vollgesoffen. Wie ihr seht, hat Ihre Majestät sich zur Ruhe begeben. Habt ihr wirklich die legendäre QW-Extrem gefunden? Jo. Rapchui.
Dies ist der Hämewurm. Hämewurm, meine ich. Was habe ich auf einmal für eine Stimme? Aber König Mimimella verwandelt sich. Ja. Unglaublich, ein voller Erfolg. König Mimimella ist geheilt. Endlich kann ich wieder lachen. Gut gemacht, Hildebona. Die Ehre gebührt nicht mir, sondern Mario und Luigi. Also, Lumilla hat die Stimme von Prinzessin Peach und die Sternbohne gestohlen? Wie extrem schändlich. Aber wieso hat Lumilla wohl die Stimme von Prinzessin Peach und die Sternbohne gestohlen? Die Sternbohne ist die Hüterin des Landes. Sie erfüllt jeden Wunsch, den man vor ihr äußert. Aber sie schläft tief, damit niemand sie missbraucht. Es heißt, man braucht eine schöne Stimme, um die Sternbohne aus ihrem Schlaf zu wecken. Und zwar die Stimme eines Auserwählten von reinem Herzen. Die einzige Person, die in unseren Tagen noch eine solche Stimme hat, ist Prinzessin Peach. Deshalb hat Lumilla Peach Stimme gestohlen, um mit der Sternbohne ihre eigenen Wünsche zu erfüllen. Lumillas Wunsch ist sicher die Weltherrschaft. Ganz ruhig, wir wissen doch schon lange, was Lumilla will. Und wir sind vorbereitet. Wir sind Lumilla 2 bis 3, wenn nicht sogar 4 Schritte voraus. Eure Majestät, Prinz Mamek ist soeben eingetroffen. Ein wunderbares Timing, Mario. Luigi, geht und begrüßt Prinz Mamek. ja. Machen wir das mal. Hier ist er. Ein Toast auf Rot und Grün. Ihr habt mir damals sehr geholfen. Und jetzt macht sich meine geheime Mission auch endlich bezahlt. Mamek, sei ihr bedankt für seine treuen Dienste. Wissen wir nun, wo sich Lumilla versteckt? Wir wissen es. Ganz genau. Südöstlich von hier gibt es doch ein Forschungszentrum, die Lachhochschule. In dieser Lachhochschule halten sich Lumilla und ihr kranker Knecht verborgen. Natürlich, die Lachhochschule ist womöglich der ideale Ort, um die Sternbohne zu wecken. Ich werde mich sofort zur Lachhochschule begeben. Ihr habt euch wohl. Mario, Luigi, das ist eure Chance, die Stimme von Prinzessin Peach zurückzuholen. Ich gebe dem Wachen Anweisungen, euch zur Lachhochschule passieren zu lassen. So, dann wissen wir, wo Lumilla ist. Und können ihr dann das Handwerk legen. Aber vorher wird noch gespeichert und beendet. Ja, wieder mal danke fürs Zuschauen. Das war Part 9 von Mario und Luigi's Superstar Saga. Aber es geht natürlich weiter im nächsten Part, wo wir dann uns zur Lachhochschule begeben. Also dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Marc. Tschüss.